Ja, hallo zusammen, hier ist der Flux-Kommentator 70 mit einem weiteren Gast-Replay. Und zwar haben wir hier nochmal die Tech Genies weg. Ausgeklaren Metox hier mit seinem Astron Rex 105 mm 5 Schuss Autoloader der Amerikaner. Das ist ja Premium-Panzer, den es letztens zu erspielen gab, beziehungsweise zu kaufen. Wie gesagt, hier auf der Map Stostanski in Westen gestartet. 8er, 7er, 6er Gefecht auch wieder. Und dann haben wir hier 4 8er, 4 7er, 7 6er, darunter 4 Heavy Stacks, mittlere Panzer, 3 TDs, ein Light und eine Arti. Munitionsverteilung bei dem Autoloader natürlich nur AP und Premium Munition APCA. 10 mal die AP, 20 mal APCA Premium Munition. Wie gesagt, HE lassen wir weg. Bei einem Reload von 24 Sekunden oder 34 Sekunden. Was haben wir hier? 30 Sekunden. 30 Sekunden Reloadzeit und im Clip 4 Sekunden sehen wir ja gerade da. Dann haben wir kleines Red Kit, kleines Med Kit und Cola als Ration für die amerikanische Crew. So, ja, da zieht keiner durch das Dorf. Das sieht nicht gut aus, wenn da keiner mitzieht. Unten da das Dorf auf der J-Linie. Ja, da zieht er sich auch wieder zurück. Jetzt ab, wie gesagt, in Reload 30,2 Sekunden war der Reload. Wir schauen mal nach der Mission. Allianz 4 Aufwärmphase in Richtung Objekt 279F haben wir da. Ja, interessant. Bleibt hier schön zurück. Aber was soll auch da alleine da vorfahren? Ah, da kommt der erste Kandidat. Schöner Schuss auf den T-34-85M. Und dann nochmal eine der für den T-34-13 Begrüßung. Zu 4 schon. Da gehen die ersten leichten Panzer, beziehungsweise nicht leichten Panzer, aber Super Hackett geht raus. LTG. Dann haben wir noch den kleinen Heavy da, den kleinen Godzilla UI und den Cromwell, die schon in der Garage sind. Das sieht nicht gut aus. So, T3485M fährt hier einfach über die Pläne. Das geht so nicht. So, Stritzwang S1. Auch den nochmal einen in die Seite braten. Ja. Unterstützung. KV3 haben wir da noch am Start hier. So, Arti hat erstmal den Stritzwagen S1. Eine verpasst. Und da kann er den rausnehmen. Erster Kill. Jetzt den KV3. Der ist zwar Zugang, aber der Schuss müsste angekommen sein. Und Ketten erstmal runtergezogen. Jawohl. Der repariert. Nächster Treffer. Eine Granate hat er noch. Und auch den KV3 kann er rausnehmen. So, jetzt geht er natürlich auf. Hui, da gibt es aber richtig welche. T-34-3 hier vorne. VK 3002M brennt. So. Hier war richtig alles beschädigt. Funkgerät, Benzintank, Munitionslager. Reloadzeit verlängert sich auf 60,5 Sekunden. Das waren schwere Treffer. 254 Hitpoints bleiben ihm noch. Beim Damage von 2077 und 1606 Aufklärungsunterstützungsschaden. Das waren wirklich schwere Treffer. So, 5 zu 5 steht es. Oh, T-34-85M. Der geht gleich raus. Jawohl, in dem Moment macht er das auch. Dritter Kill.
So, jetzt abwarten oder Reload drücken. So. Gerade kam ein Blindschuss hier rein. Hat man gesehen am Holz. Wird zur Seite geflogen. VK30, nur 2M. Versuchen da was aufzuklären, jawohl. OI. Erster Treffer. Und Munitionslager. Feuerwerk. Raus damit, vierter Kill. Oh, Arti nimmt da den Britannia Panzer raus. Hat man schön den Bogenschuss gesehen von der Granate. Übel. 8 zu 8. Was heißt Bogenschuss? Die Flugbahn hat man gesehen. So, VK30 nur 2M. Ah, Arti trifft nicht ganz. Ah, bisschen spät. Unerwartet auf, konnte darauf schießen. T-34-85M ist auch da. Ah, der fährt jetzt alleine davor. Das ist nicht so eine gute Idee. Er sollte wieder zurückkommen. Kann er sich durchsetzen alleine? Hm. Er fährt ebenfalls weiter. So, da haben wir den Jackson. Ah, da bleiben dann nur 20 HP stehen. Aber nächster Schuss macht das klar. Fünfter Kill. 40 TP haben wir da noch im Dorf. Oh, T-34-85M hat auch die Hälfte seiner HP. Oh, schade, der Schuss ging vorbei. Jetzt konnte er den Scorpion G1 drücken. Arti hält rein, trifft aber auch nicht. 4441 Damage, 2000 Aufklärungsunterstützungsschaden. 10 zu 11. So, da ist der Scorpion G. Ah, er fährt in die Senke. In den Graben. Oh, Volltreffer. Jawohl, GW Panther, die Arti trifft den Scorpion G aber richtig auf die Mütze und nimmt den raus. Der flucht jetzt. Auf die Arti. So, und was ist da im Norden los? B3. AC4 Experimental mit... Und der Panther M10 nimmt den gerade raus. Ich wollte gerade sagen, Duell da mit dem Panther M10, aber das verliert er. 11 zu 13, das sieht nicht gut aus. Ich habe es ja in den Stats schon gesehen. Jetzt alleine mit der Arti, was soll er da ausrichten? Von den Hitpoints 1677. Wir können ja mal Alt drücken, wie das wirklich aussieht. Ja, 40 DP, 582, braucht also auch noch zwei volle Treffer. Panther M10 fährt jetzt zum GW Panther und da wird der GW Panther gleich rausgehen. In dem Moment passiert es, ach, da trifft er die Kette, der repariert. Nochmal ein schöner Treffer auf dem VK30-02M. Ach nee. Leider ist der Schuss ein bisschen spät angekommen. Dann wäre es der Krieger gewesen. Jetzt aber alle hier auf den Tet gehen. Ja, 40 TP ist auch dran. Ja, keine Chance jetzt. Wen zuerst? Wen zuerst? 30, VK-30-02M ist auch da. Wo soll die Kanone hingehen? Ja, und da passiert es.
Da geht er raus, der Panther M10 nimmt ihn raus und wir sehen uns in den Stats. So, dann kommen wir auch zu diesen Stats. Ja, leider verloren, aber egal, trotzdem ein schönes Ergebnis, denn er hat alleine lange durchgehalten mit der Arti zusammen und dann wurde er natürlich ausgespielt von den und durch den Panther M10 rausgenommen. Aber hier gab es die erste Gunmark, dann haben wir einen Panzerass, haben wir Schläger, Brandstifter, Kämpfer, Wirkungsfeuer, 208.989 Credits, XP kommen wir später, Großkaliber, gehen wir Teamscore, 5.135 Damage, 5 Kills, 1.072 Basis-XP, aufgrund der Niederlage gab es hier ein bisschen, gab es weniger natürlich. Dann gehen wir in den Report rein, 24 mal geschossen, 19 mal getroffen, 17 mal durchschlagen, 3.035 Damage, über 300 Meter, dann 405 geblockt, 2.605 Aufklärungsunterstützungsschaden weiterer Mitspieler, macht einen kombinierten Schaden von 7.740, gefahren fast 2 Kilometer, dafür gab es 99.974 Credits, dann Battle Bonus hier 48.228 dazu, dann noch einen aktivierten Bonus jetzt 7.200, macht eben die 208.989 abzüglich Repair, Munition, die nicht so ganz billig war, und dann haben wir hier noch Ration und Kit. Bleiben 77.339 über, das Ganze in 9 Minuten 58. Dann hat es natürlich Bums gemacht, weg war er. Ja, oder Rums besser gesagt. Dann haben wir die Basis XP plus aktivierten Bonus 582 XP dazu, 29 freie Erfahrung dazu. Dann haben wir hier noch einen anderen Bonus, 313 dazu. Bonus für Premium-Fahrzeug 248 XP, macht 2729 XP und 438 freier V. Jawohl, schöne Runde mit dem Astron Rex, 105 mm vom Tetgen ist weg. Mir hat es sehr gut gefallen, ich hoffe euch auch und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.